Hi Leute, heute geht es um das Little Multimeter, das Powerfrax Little Multimeter, das ich in einem Video vorgestellt habe und es schaltet sich die ganze Zeit selbst aus. Es ist eingeschalten, aber es hat Auto-Power-Off-Funktion. Es geht darum, wie kann man verhindern, dass sich das Multimeter ständig von selbst ausschaltet. Und dazu gucken wir mal auf die Platine. Ich habe hier herausgefunden, mal näher ran, jetzt wird es unscharf, es soll nicht unscharf werden. Aber ein bisschen zurück, so geht's gerade. Ich habe hier einen Transistor, der die Stromversorgung durchschaltet. Hier liegen dann die Stromversorgung und einen Transistor, der den ansteuert. Und der hier wird von da von dem Chip dann unten angesteuert. Jetzt ist es so, wir haben hier die plus 9 Volt über den Schalter drauf. Und hier müssen die Plus Volt drauf, damit es anbleibt. Man sieht, es ist aus, obwohl es angeschalten ist. Ich löte jetzt mal einen 10 Kilo Ohm Widerstand von hier, genau von dem Pin, von den kann man hier lesen, denke ich. Ich kann es jetzt nicht lesen. Also von hier diesen Punkt hier nach diesen Punkt hier, also unten links hier von dem Transistor, da löte ich einfach einen 10 Kilo Ohm Widerstand drüber, also von hier nach hier. Und dann sollte es nicht mehr ausgehen. Da zeige ich es noch, von R19 hier oben, R19, da wo das Loch ist, an diesen SMD Widerstand hier, nicht ans Loch, sondern direkt an diesen SMD Widerstand hier ran. Oder an unten links von dem Transistor. Einfach einen 10 Kilo Ohm Widerstand anlöten. Ich mache das mal. Der Umbau erfolgt auf eigene Gefahr übrigens. Also wenn ihr was kaputt macht, ich kann nicht dafür haften. Also hier von R19 oben, von hier oben, nach dem Widerstand, ich glaube das ist R16, hier links. Einfach 10 Kilo Ohm drüber brücken und das Multimeter bleibt an. Man kann es trotzdem ausschalten, aber es bleibt an. So, und jetzt müsste man dort ununterbrochen messen können. Ich checke das mal. Ich warte jetzt mal eine Viertelstunde und tue dann messen. Ich baue jetzt erstmal wieder zusammen. Hier das mit dem Widerstand, das geht gut. Da der Freiraum nach oben, ich habe den Widerstand gekürzt, dass er nicht zu lang ist. Dann kann man das dann wieder zuschrauben. So, dann kann ich damit mal Akkus messen. 1,40, dann den hier, 1,40, den hier, 1,40, den hier, 1,40, dann hier, die habe ich erst voll geladen, die müssen auch so 1,40 haben, 1,38, der hier, 1,38 minus, 1,38, 1,39, also so stimmen tut es von der Spannung her noch. Dann Ohm geht auch, mal 20 Megaohm, mal die Messspitzen in die Hand nehmen. Ich muss erst auf Ohm umstecken, das vergesse ich bei dem immer. Auf Ohm umstecken und ich habe 220 Kiloohm, 300 Kiloohm so Widerstand. Gut, dann hier der Piepser, da sollte auch gehen. Ja, der geht auch und Diodentest auch. Ja. Batterie kann man messen, Ampere. Gut, funktioniert soweit. Es schaltet sich jetzt nicht mehr von selbst aus. Das Selbstausschalten, das ist jetzt deaktiviert durch den 10K Widerstand. Gut, danke fürs Zuschauen.